Benny, kann es sein, dass Sid vielleicht so die Hexe von Hecate's Quarry ist? Oder von die Hexe von Hecate ist? Das kann ich mir auch gut vorstellen, wegen diesem Geflüster, was ja immer so erzählt wird. Also, die flüstert doch auch eigentlich, oder? Die dann immer so ins Ohr flüstert? Absolut. Kapitel 3: Ärger im Paradies. Und wir beginnen anscheinend mit Abigail in Hecate Wälder. Blödes Spiel. Wie in der Mittelstufe. Das juckt mich doch nicht mal. Es kann doch jeder küssen, wen er will. So dämlich. Ach, toll. Wo bin ich denn jetzt? Schön. Okay. Aber wir haben auch wieder keine Taschenlampe. Und wir haben keine Taschenlampe. So, für die Leute, die gestern noch nicht dabei waren, die Abigail wird gespielt von Ariel Winter. Wahrscheinlich bekannteste Rolle Alex aus Modern Family. Mhm. Ja. Was ist denn bitte? Komugara, wanna become famous? My followers, primes and viewers. Monviewers.com. Ja, nö. Machen wir nicht. Nö. Uns reichen unsere 5, die wir da haben. Na, schade. Hätten wir jetzt einen Mod, könnten wir die Nachricht löschen. Leider kann ich das on the fly leider nicht machen. Dementsprechend, bitte ignoriert die Nachricht. Aber auch schon fett tätowiert, wa? Am Arm. Ja, ja. Gerade außer. Oder vielleicht war das nur so ein verrückter Sommercamp-Penner. Oh, hat man ja früher auch gerne gemacht, die dann immer so ein paar Tage dann irgendwie an dem Arm dann waren. Oder meistens hier so an der Handfläche. Hast du Hennas bei dir gemacht? Nee, aber ich kenne viele Mädels, die das gemacht haben. Und das ging dann eben halt über Wochen nie weg. Das war immer ganz schlimm. Die dann immer so, ich muss aber dann zu meinen Eltern und... Ja, natürlich kanntest du Freunde. Du fragst für einen Freund, wa? Was? Wie? Wie? Hinter ihr war gerade wer... Ach, wahrscheinlich so die Hexe von... wie hieß es? Hecken... Hecate. Gott, was war das? Von Hecate. Vor allem, wo ist sie jetzt hingerannt? Also sie ist ja jetzt beleidigt gewesen und ist ja jetzt weggerannt. So, und ist jetzt in dem Wald. Und jetzt ist sie ganz alleine hier. Ja, es ist halt auch tatsächlich keine so blöde... Also nicht so eine besonders kluge Idee gewesen, irgendwie sich dann einfach zu verkrümeln. Naja, okay. So, Emran, sieht nice aus, das Game. Also bei mir könnt ihr auch Follower kaufen auf... Punkt, 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 ja. Oh, schön. Ja, aber du hast natürlich recht, das Game sieht mega nice aus. Oh ja. Oh Gott. So, und wir müssen natürlich immer ein bisschen gucken, irgendwie dadurch... Wir hatten jetzt gerade schon bei der Hexe keine Tarotkarte, die wir vorlegen konnten, um uns einen eventuellen Hinweis geben zu lassen. Mal schauen, ob wir jetzt irgendwo... Oh ja, da! Und als hätte ich's just... Eine Tarotkarte! Der Turm. Der Turm. Stürzt deine Sorgen davon. Kampf oder Flucht? Diese Frage stellen wir uns alle, aber oftmals geraten wir nach einer gelungenen Flucht gleich in die nächste Gefahr. Pass gut auf und stürz nicht ab. Aber zumindest haben wir jetzt eine Tarotkarte gefunden. Na wunderbar. Ja, und scheinbar wiegt das laut Liste sehe, haben wir schon 2 verpasst, ey. Das ist ja Käse. Das ist ja mein Käse. Siehst du, ich habe mir die Liste gerade gar nicht angeschaut. Ich habe jetzt nur... Oh. Ich gleich mal nachher mal gucken. Oh oh. Abby? Bist du hier? Oh oh. Antworten? Ja, na klar, antworten, natürlich. Okay. Nick! Abby? Ruf nochmal! Nick! Das ist Nick. Nick und Abigail stehen so ein bisschen aufeinander, haben wir gestern mitgekriegt. Hey. Ja, aber sie trauen sich beide nicht so den ersten Schritt zu machen. Sie sind ein bisschen shy, beide. Du bist... Oh Gott, was? Weggerannt. Predator. Na toll, wir haben Predator im Wald. Schön. Oh Gott. Das versaut doch jeden Sommer. Ja, aber erstmal gemütlich hier schön auf dem Baumstamm setzen. Lass uns kurz drüber reden. Na klar, warum denn noch nicht? Das ist halt die Welt eines Teenies, dreht sich halt nur darum. Ja, das stimmt. Oh, jetzt geht's los. Ausweichen so, oder ehrlich? Ja, stimmt. Für alle, die gestern nicht mit dabei waren, wir haben die Charaktere unter uns aufgesplittet. Ich spiele Abigail und Nick. Und jetzt kann ich also quasi ein Selbstgespräch führen. Wunderbar. Achso, und wir haben gestern so ein bisschen abgekaspert irgendwie mit dem Chat, dass wir die so ein bisschen als junge Couple irgendwie machen wollen. Ja, die sollen sich ruhig finden. Ja, das fanden wir irgendwie schön.
Okay. ja, ehrlich. Ehrlich? Zu intim für mich. Zu intim für mich, okay. Ich glaube, das Spiel wurde einfach zu intim für mich. Ich verstehe schon, was du meinst. Aber man muss ja auch sagen, der Nick hat aber trotzdem den Kuss irgendwie genossen mit Emma. Der hat ordentlich mitgebissen. Okay, warte mal, vorsichtig wegen der Sache von vorhin. Direkt Emma steht für auf dich. Wir sind mal vorsichtig. Wir sind vorsichtig. Oh, okay, okay. Also, und die Sache von vorhin? Ja, wie krass. Emma wollte Jacob voll eifersüchtig machen. Glaubst du? Denk schon. Wieso sollte sie mich sonst so küssen? Stimmt. Ich hab einfach mitgespielt. Ja. Ja, ja. Ist nur ein Spiel, oder? Klar. Oh. Na, aber komm, küssen! Okay. Los, knutschen! Ja! Das ist schön. But now there's the Predator. Und jetzt werden wir überrannt hier, pass auf. Oh. Nick verliebt sich in dich. Ach, wie schön. Wie schön. So, also die müssen irgendwie überleben. Hörst du das auch? Aber das entscheidet ihr, Chat. Sehen wir nach? Nein. Nein. Nachts mitten im Wald sehen wir nach. Es kommt aber immer näher. Oh, 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 oh. Was ist das denn noch? In der letzten Folge haben wir noch gesehen, irgendwie, wir haben den Schauspieler Lance Henriksen gesehen, irgendwie, und seinen Sohn vielleicht, irgendwie, also eine etwas massivere Gestalt, beide blutüberströmt. Ja, weil sie auf die Jagd gegangen sind, glaube ich, ne? Und sie werden zum Erfolg abgeschlachtet. Nein! Oh nein! Emra, nein! Es ist ein Bär. Zu flott. Zu flott? Das ist aber flott für einen Bären. Gibt's zu flott für einen Bären? Weiß ich nicht. Lauf! Oh, nee, war das nee, nicht nee, nur nee. Rote Farbe? Ja, ich weiß nicht. Nee, der hat irgendwie, der hat so einen Brecher bei... Oh, shit! Oh! Oh, das, oh, das, oh! Nick helfen. Komm, helf Nick! Okay. Der aussieht wie. Oh mein Gott! Nein, das ist Vieh! Scheiße! Oh, Kacke! Oh! Das sind auch mehrere davon, sind mehrere, oder? Wie? Ja. Ja. Oh. Fall nicht hin, nicht hinfallen. Ja, Emron, bitte keine Schimpfwörter im Chat verwenden. Verstecken oder rennen? Was? Verstecken. Okay. Oh, shit. Okay, wir müssen uns zucken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, ganz vorsichtig, nicht ausrutschen. Emran, kurzer Tipp, irgendwie, der Bot ist relativ hart eingestellt bei uns, irgendwie, nicht alles in Caps Lock schreiben, glaube ich. Die sehen aber auch alle so aus, als wenn sie klettern können. Was, jetzt muss ich hier... Ja, push the A-Button. Oh Gott. Ich beleidige gar nicht. Ich weiß. Der Bot ist halt nur manchmal ein bisschen hart eingestellt. Nehmen wir auch beim ersten Mal so. Ach du Scheiße. Okay, Bauch hochklettern war nicht so gut. Was war das jetzt? Ist hier runtergefallen? Oder nicht? Ja, ja, das Vieh ist auch einfach runtergefallen? Ja, mit uns.
Gott, oh Gott. Und was denn mit Nick? Was ja, denn ich glaube, Nick ist vorbei, glaube ich. Also. Nick ist jetzt Nick. Luftanhalten. Oh, was? Wie? Luft anhalten. Oh, ob das gut geht. Das war wie gestern mit dem Wildschwein. Ja. Luft anhalten. Ach du Scheiße, ey. Okay, ist weg. Oh. Ja, sie liebten sich bis zum Ende ihrer Tage. Das war nicht so lang. Ja. Oh nein. Helf hatten schon im Prolog nur semi funktioniert. Ja, ich weiß, aber was, kannst ja nicht einfach so hinterher spucken, so pff, verrecke und abhauen. Das geht ja nicht. Können wir ja nicht machen. So, jetzt sind wir aber Jack. Es sei denn, wir sollen das so machen. Das müsst ihr denn schon sagen. Oh, Jacob. Jacob steht auf Emma. Ja? Er ist so ein bisschen der Sporty Dummy irgendwie der Gruppe. Aber hat das Herz am rechten Fleck. Aber guck mal, jetzt wird es ein bisschen, ne, nachdenklich. Ja, auch ein bisschen emotional vor allen Dingen halt auch, ja. Das ist wichtig. Wir zeigen auch so ein bisschen die sensible Seite an ihm, ja. Oh, guck. Mensch, weinen noch nicht hingekommen. Er ist doch in Wirklichkeit auch nur sehr sensibel. Ja, das sind's alle. Alle nur kleine zarte Pflänzchen, wa? Umso lauter, ne? Umso sensibler, sagt man ja. Und da kommt Emma. Die Schlampe. Na, die hat den ganzen Mist doch jetzt verursacht, sag mal. Das musst du noch üben. Ja, da, mit Absicht. Da hast du mich wohl gefunden. So ein bisschen. Wisch die Tränen weg. Los. Ja. Hierher schleichen war spannender, als wir dachten, wir könnten erwischt werden, hm? Ja, kann sein. Jacob, wir waren uns doch einig, dass mit uns, es sollte doch nur Sommerspaß sein. Ja, nein, schon klar. Ja, was wo wir? Naja, ich würde sagen, desto lauter, umso dünner. So dümmer, sagt Emran. Hast du manchmal auch. Jacob. Ich meine, ich check nicht, warum du ihn abgeknutscht hast. In aller Öffentlichkeit auch noch. Das war blöde. Blöde? Sind wir 12? Nein, aber Nick ist's. Quasi. Ich lieb ihn ja, aber ich glaube nicht, dass er schon mal ein Mädchen nackt gesehen hat. Tja, tut mir echt leid für dich, aber er hat mich mit Zunge geküsst und hat genau gewusst, was er da tut. Boah, immer rein, ne? Also, ja, deswegen Bitch. Das muss ich echt fertig machen. Ey. Jetzt bleib doch mal locker, du Spaßbremse. So habe ich mir den Abend nicht vorgestellt. Was? Lass gut sein, ist nichts. Ich komm klar. Kommt's jetzt raus, dass er daran schuld ist? Ja, wie gesagt, Jacob hat das Auto sabotiert. Gut. Damit er noch eine Nacht mit Emma hat. Du kannst hier weiter die Schluss gemacht hat. Und dir vorstellen, wie Nick mir seine Zunge in den Mund steckt. Oh, komm. Oder? Schmeiß sie doch ins Wasser. Oder? Du kannst uns ein paar Handtücher holen. Aha. Wang, wang, wang. Was willst du mit Tüchern? Wir stell nicht so eine blöden Fragen, hol die Handtücher. Was, oder? Und der Sommer ist ja wohl noch nicht ganz vorbei. Richtig. Wollte ich mich aber erstmal gleich wieder gerade hinsetzen? Das könnte jetzt interessant werden. So, da kann ich nur sagen, Kids, try this at home. Aber man weiß ja auch leider Gottes jetzt nicht, was sich unter Wasser befindet. Na, jetzt Jason. Ist doch klar. Ja, oh, was ist denn bitte? Oh Gott, ist das Max? Ist in so einem Sack? Ich weiß nicht, ja, ist das? Ich hab keine Ahnung. Sieht aus wie Kartoffelkopf Max, aber. Ich weiß nicht. Aber läuft so. Der jetzt nicht damit so rum? Alles klar, der Junge, bis nachher! Tschö! Der Stern. Guck mal, jetzt kriegen wir hier gleich zwei Tarotkarten. Oh nein, jetzt läuft's aber hier wie geschnitten Brot hier mit den Tarotkarten. So, oh, es ist der Stern. Sterne hoch am Himmelszelt. Boten des Lichts, der Träume, Hoffnung, Bestimmung oder unsere Bedeutungslosigkeit und Angst zu verzweifeln. Vertraue auf das Licht des Sterns, denn es bringt dir Klarheit und Gewissheit
Vielleicht. Vielleicht. Okay. Ich glaube, der chillt da unten schon länger. Ja, ich glaube auch, ja. Wahrscheinlich. Achso, ein bisschen. Oh, was haben wir hier? Okay. Mal wieder die Aussicht. Okay. No swimming without supervision. Supervision oder? Ja, Supervision. Naja, ohne, nicht schwimmen ohne Aufsicht. Ein handgeschriebenes Schild, das davor warnt, in der Nähe des Bootshauses zu schwimmen. Wie gefährlich kann dieser See schon sein? Das werden wir ja sehen. Das werden wir sehen. Oh, klar. Wir suchen Handtücher, ne? Wir suchen Handtücher. Wobei, richtig. Scheiß auf die Handtücher, ganz ehrlich. Einfach so rein, fertig aus. Ja, du willst ja abtrocknen auch. Ja, das ist... Geht ja nicht darum, dass du mit Handtuch baden gehst. Das ist nicht lange her. Oh. Vielleicht war der das. War das in der Nähe? Jetzt habe ich aber gar nicht drauf geguckt. Warte mal, gab es jetzt hier einen Hinweis? Nee. Gott, wir haben ja hier noch ganz viel. Was ist das denn hier alles? Wege? Naja, das ist doch. Die Tutorials sind hier relativ cool, wie so ein kleiner Trickfilm gemacht. Hat so ein bisschen Fallout-Charme, möchte ich mal sagen. Stimmt. Oh, guck mal, hier haben wir jetzt die Zeitung von gerade eben. Die Gazette. Ein recht aktueller Zeitungsartikel über zwei Personen, die beim Wandern in diesen Wäldern verschollen sind. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung galten sie noch als vermisst. Ja, kann auch sein, dass einer davon unten schwimmt. Vielleicht der Rechte. Also, der Mann. Na, wir hoffen mal nicht. Wobei, ich will auch nicht, dass da Max unten ist. Also, ich hoffe ja noch, dass Max und ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Emma. Noch leben. Nee nicht Emma, Quatsch. Laura. Laura, genau, stimmt. Ja, Laura kann schon noch leben irgendwie. Also die wurde ja bloß betäubt von dem Bullen, von dem Kopf, Spritze in den Hals. Stimmt. Aber es gab halt Schüsse in den Keller rein, wo Max lag irgendwie. Von daher kann es halt sein, dass entweder auf das Vieh geschossen wurde oder auf Max. Ja, aber wir haben doch auch diese zwei Rucksäcke gefunden hier, wo die doch das Bier, Das könnte jetzt von diesen beiden Campern sein, die verschwunden sind. Oh, Sache, stimmt. Kann auch sein. Gott verdammt. Keine Handtücher. Ah. Null Handtücher! Nein! Nicht ein einziges! Ja, dann einfach ohne Handtücher schwimmen gehen. Fertig. Komm wieder runter, Jacob. Wer braucht schon Handtücher? Ja, genau. Ich finde das englische Wort Supervision recht machtgebend und unpassend. Wie findet ihr das? Ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber mich interessiert es, was ihr meint. Ja, klingt halt schon irgendwie super, klingt ja schon, ist ja schon superlativ und Supervision klingt auch ziemlich heftig. Das stimmt. Habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber klingt halt schon heftig, so, no Supervision! Okay. Ja, so das Maximum, so die größte oder die höchste Steigerungsform irgendwie nach Motto. Ist der absolute Superlativ. Ja, genau. Da ging es drüber irgendwie. Aber ja, interessanter Gedankengang, habe ich so jetzt noch nie drüber nachgedacht irgendwie. Oh, wahrscheinlich auch Supervisor. Deswegen klingt das halt so Vorsetzer so. Supervisor, oh boy. Jetzt können wir uns hier umsehen. Im Fernglas. Jetzt können wir spionieren. Warte mal. Nee? Nein, Alter. Oh, oi! Na hallo, Freunde. Da sind die Klamotten schon weg. Na, da sagt doch hallo. Aber man könnte auch sagen, sie hat noch zwei Sachen zu viel an. Ja, ich verstehe jetzt nicht, warum du dir jetzt die Landschaft anguckst, Benni. Nee, ich gehe mal von aus, dass wir hier, wie beim letzten Mal, da hatten wir ja das mit dem Foto, wo wir ein Foto schießen sollten. Wo wir... Was? Na, wahrscheinlich... Ja, ein Fenster. Wow. Aber da war da gerade eine Bewegung. Ist da hier? Ach so? Eigentlich, ja. Ich sag mal, mir geht so viel hier. Das heißt dann wohl, bestimmt ist alles gut. Genau. Das heißt denn wohl, bestimmt ist alles gut. Nee, da war gerade noch ein bisschen Action. Ich frage mich aber dafür, dass es verlassen aussieht, dass er sich auch gar keine Sorgen macht. Heißt bestimmt ist alles gut. Klar. So, sprinten kann ich immer noch nicht. Verdammt. Wo ist sie? Ja, sie ist noch hier vorne am Steg, aber da bin ich noch nicht ganz hin. Ich will noch mal gucken, hast, ob ich hier hast noch... du sie da gesehen? Ja. Okay. Also, da? Ach da, okay, alles klar. Ich habe auf den falschen Steg geguckt. Okay. Aber hier finden wir nichts weiter, okay. Na, dann gehen wir wieder zurück zu Emma. Warte mal, stopp. Schau mal bitte rechts hier vorne, an den Stühlen. Da, das rote da vorne. Aber da kommst du nicht hin, wa? Ich glaube, da komme ich nicht hin. Nee.
hier, Snacks. Hol die Chips-Tüte, Mann! Poppy Poppers! Hatten wir gestern auch, genau. Ja, die schlimmsten Items haben wir gegen Taschenlupe und Fernglas. Meinst du bestimmt Taschenlampe, wa? Lupe und Fernglas ist aber auch geil. Alter, so. Cool. Hochlebig. Okay. Der Kontrast. Na dann. So, na denn, aber jetzt mal. Basecap ab und los. Okay, dann lassen wir es halt einfach abtropfen. Oder wir schütteln uns Doggy-Style. Wow, du weißt echt, wie meine Frau rumkriegt, was? Alter. Du kannst nicht einfach so tun, als wäre es nicht passiert. Und ob ich kann, weil, siehst du, oh, Hilfe, Hilfe. Ich ertrinke und ich brauche einen großen, starken, selbstsicheren Mann, der mich rettet. Genau. Na? Spiel ich den oder spielst du den? Den spielst, glaube ich, du, oder? Den spiel ich. Spiel die Pappnase? Meine Güte. Ja. Ach, ich will keine Arschbombe machen. Ich will die aber auch nicht dissen irgendwie. Na komm, dann enthusiastisch. Arschbombe. Oder willst du den Chat entscheiden lassen? Ja, soll der Chat entscheiden. Entweder enthusiastisch mit einer Arschbombe oder die ein bisschen stänkern irgendwie und nochmal auf Nick ansprechen, die sie geküsst hat. Enthusiastisch haben wir hier von Emran. Okay. Na dann. Denn aber Arschbombe würde ich... Ja? Naja, enthusiastisch ist Arschbombe. Würde ich auch machen. Also ganz ehrlich... Was ich bin auch so machen. Vibes mit in Not? Fürchtet euch nicht, Holde, denn Hurricane Jack ist hier! Arschbombe! Arschbombe! Hurricane Jack, ja? Hurricane Jack? Das klingt auch wie so ein Stump, Alter. Oh, okay, das bedeutet Rache. Ja, warum ist denn ja so dreckig im Gesicht auf einmal? Ah, ich glaube, das ist bloß. Hey, lass das! Hör auf zu rubbeln! Würde ich ausmachen, wenn ich schwimmen könnte. Spritzen oder nicht? Oh ja, ich spritzen! Attacke. Ich hab mal gedrückt, vorsichtshalber. Ja, das mögen ja Frauen ganz besonders gerne. Mal gucken, wo er wieder auftaucht. Dum, 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 dum. Erstmal schön runterziehen. Sentimental oder flirten? Tja. Ah, ich will nicht, dass Schluss ist. Na komm, mach mal flirten. Wir spielen mal ein bisschen weiter hier. Die gleich wieder rumheulen. Okay. Hey, jetzt. Check das mal. Okay. Du bist auch schon mal relativ gut hochgekommen, möchte ich meinen. Mach ein Foto von mir. Ja, für deine kleinen Follower oder so. Top 10 Kerle. Oh Gott, hat er echt jetzt? Nein. Ei. Ich kriege noch 9. Was? Wie? Wie hat das denn jetzt wieder verkackt? Ich glaube mit den Posen, die er gemacht hat. Ach, oh nein. War zu eindeutig? Da hat jemand geschrien. Und Schüsse. Ah, das wird wahrscheinlich Abigail sein. Ja. Guckst jetzt gerade nach deinem Handy in deinen Schlüpper? Nee, die Verteilerkappe ist im Wasser. Oh, die Verteilerkappe vom Auto. Okay, tauchen oder Abby helfen? Tauchen. Na! Ah! Abby helfen! Na! Ah! Ah! Abby helfen! Okay. Emma! Jacob, hier drüben! Hast du es gehört? Was? Da war so ein Schrei! Er klang wie von Abby, aber nicht die gute Art von Schrei! Ich höre dich nicht! Okay, gut, du bleibst da! Ich geh das eben checken. Was? Im Ernst jetzt?
Ja, die Wasseranimationen sind halt hier jetzt nicht wirklich so geil irgendwie, aber komm, da müssen wir drüber hinwegsehen. Benny hat auch tatsächlich jetzt für den Stream noch so ein bisschen die Grafik runtergeschraubt und damit es für mich auch noch flüssig läuft hier, weil ich hier mit einem 486er da setze. Gekoppelt an einen Amiga. Deswegen, also kann sein, dass halt in epischen Einstellungen die Wasserqualität vielleicht besser aussieht. Da hast du aber ordentlich. Okay, jetzt spielen wir Ryan. Caitlin, muss schon sagen. Ah, so, da haben wir Dylan und Caitlin. Und toll, Ryan. Genie. Und ich glaube, wer Dylan ersten Schritt machen? Steht auf Ryan. Oh, tatsächlich. Gute Frage. Keiner von beiden. Ich weiß nicht, Nick hat eine Bestie in sich. Wenn die Bestie ein sanftes Tierbaby ist. Caitlin ist so ein bisschen. Ey, lass mich nicht vom süßen Äußeren täuschen, ist ein gestellter Barbecue-Grill unter dem Shirt. Ist dir das auch aufgefallen, ja? Und, was stellen wir jetzt an? Weiterspielen? Ja, jetzt nur noch zu dritt. Okay, Dylan, sagst du... Das klang wie Abby. Ah, okay. Oh mein Gott. Sie braucht Hilfe. Wo kam das her? Von da. Kommt. Meine Bestie ist ein Faultier, ja genau. Abby! Hilfe! Bitte! Nick! Helft ihm! Gott! Was? Wie? Besorgt. Wo ist Nick? Wer spielt denn jetzt nochmal Ryan? War ich das? Achso, ja, du! Du! Was passiert? Nee, ungeduldig, hey, genau, was passiert? Was ist passiert? Abby, was ist los? Ryan! Du musst uns sagen... Sie braucht Hilfe, gib ihr kurz Zeit. Geh und hilf, Nick! Geh! Woher soll er wissen, wo er ist? Caitlin will, dass du dich beruhigst. Zögerlich, machst du das besser? Hä? Stimmend, ich mach das. Na komm. Ah, ich weiß nicht, ist er so ein bestimmender Typ? Komm, sein Mann. Los. Ja, okay, komm. Okay, ich mach das. Aber nimm die Waffe vorsichtshalber mit. Okay. Zugeworfen. Die Schrotflinte hat eine Mordstreuung. Pass gut auf. Oh, oh, oh. Ich glaube, Bennys Bestie ist die Schildkröte und meine Bestie ist der Nacktmul. Die Schildkröte. Okay. Jetzt gehen wir auf Jagd. Mit Ryan. Ne, Jagd ist ja, wir müssen Nick retten. Ja. Ist eine Rettungsmission, keine Jagd. Mal gucken, ob wir überhaupt Nick finden, weil sie hat ja gar keine Abkürzung neben Weg folgen. Wir müssen schnell handeln, Abkürzung nehmen. So, und jetzt müssen wir... Oha. Ja, ja. Sehr gut gemacht, Benny. Sehr gut. Jetzt müssen wir bloß aufpassen, dass wir jetzt nicht Jacob abknallen. Der jetzt auch da gerade in den Wald. Ach ja, stimmt. Der ist ja auch noch nackt. Der hat sich ja noch nicht mal angezogen. Wissen wir jetzt nicht, ob das jetzt so wichtig für meine Aussage ist, Benny, aber lass das mal so stehen. Ja, weil doch das Vieh, was Nick angegriffen hat, war doch auch, glaube ich, ohne Klamotten. Wir achten auf völlig unterschiedliche Sachen im Spiel. Richtig. Wir nehmen weiterhin die Abkürzung. Und... Nice. Blub. Sehr gut. Sind die Quicktimes hier ein bisschen entspannter, oder? Was geht. Aber wenn man weiß, wann wie was passiert, dann ist okay. Naja, ja, wenn, ja. Oh. Und jetzt... Das ist ja ein Quicktime nach dem anderen hier. Ja, weil wir ja die Abkürzung nehmen, ne? Wir wollen ja schneller vorankommen. Gefühlt kommt mir das aber langsamer vor. Run, boy, run. In der letzten Sekunde. Ach, wie schön. Oh nein! Wer ist er? Hey, 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 hey. Lässt du den da... Schreien. Schrei ihn an! Hey! Lass die Pfoten von ihm! Okay. Warnschuss, ja, Mann, komm! Sonst halt! Ach du Scheiße. Na? Ach so.
Ich schieße ihn einfach ab, ist mir egal. Aber du hast Nick gerettet. Oh, nicht. Jawohl! Nicht. Nice! Nicht. Oder wollte er uns eigentlich jetzt helfen? Das wäre jetzt auch nochmal so eine Idee gewesen, ne? Ja, aber dann... Kann. Muss hier weg. Kann. Oh, Scheiße. Ja, kann alles sein. Kann alles sein. Okay, Nick scheint doch noch recht gut zu Fuß zu sein irgendwie, dass er auf jeden Fall nicht so doll verletzt ist. Aber bluten tut er trotzdem wie Socke, bluten, ey. Bluten ist hier jedermanns Hobby in diesem Spiel. Übrigens haben wir schon mal festgestellt, irgendwie, dass wir ein Trinkspiel hier wahrscheinlich in diesem Spiel haben. Und zwar jedes Mal, wenn die Flosse kommt, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Müssen wir hier trinken. Kam in der letzten Session, ich glaube, 3 oder 4 Mal. So, Jacob ist jetzt alleine auf dem Weg und... Ja. Ach Gott, das ist... Genau, jetzt. Schön durch die Brennnessel ballern, Alter. Zieh durch, ohne Schuhe, Alter. Fuck. Tatsächlich ist ja, glaube ich, so ja ohne Schuhe noch der Beschissene daran, irgendwie. Halbnackt das Mädchen auf dir, Jacob. Was machst du hier? Ja, halbnackt durch den Wald rennen. Ja, Abby helfen, weil sie geschrien hat. Eigentlich. Oh, Körer ist schon wie ein Schwein. Ja. Okay. Gott. Oh, Scheiße. Okay. Mit dem Schwein hat sich's wohl erledigt. Interessant ist jetzt natürlich auch, wir sind jetzt völlig umsonst eigentlich in den Wald gerannt. Nicht rufen. Sollen wir rufen? Ey, nee, nicht rufen, nicht rufen. Okay. Nicht rufen. Hallo! Was? Wir haben... What? Na toll. Und jetzt? Achso, jetzt kann er sich bestimmt... Ja, komm, zieh dich selber hoch. Jawoll! Gott, die ganze Zeit drücken hier. Scheiße! Ja, los! Benny, tu es! Sei doch noch lauter. Oh, 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 oh. Das sind so eine Wrong-Turn-Typen irgendwie. Nicht doch. Uff. Oha. Das ist ein Charakter. Ja, ich möchte nicht verflehend. Ist mir auch so scheiße irgendwie drohend. So, Chat. Was sagt der Chat? Wollen wir drohen irgendwie, was wahrscheinlich halt null Effekt hat? Oder wollen wir flehen irgendwie, was mir auch zugegen geht. Was sagt der Chat? Na, hat er schon recht hier, ne? Ist ja auch wirklich, der Typ ist wie ein Terminator. Den schießt er erstmal irgendwie an und interessiert ihn einfach nicht. Oh, Terminator. So, und? Was sagt ihr, Leute? Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Ja, aber was ist in der Situation eigentlich am klügsten? Ja, so vor dem, wer bist du? Und, oder lass mich runter halt. Naja, drohen ist halt recht erfolglos, tatsächlich. Ja, du bist ja auch in einer Situation, wo du dich ja wahrscheinlich selber nicht so wirklich befreien kannst. Ja, naja dann. Okay, der Chat sagt flehend. Dann, wir probieren es mit flehend. Warte, okay. Bitte, Mann, lass mich runter, okay? Tu mir nicht weh, bitte. Bitte. Oh nein, Scheiße, was zum Teufel machst du? Ja, entweder befreit er dich jetzt, oder... Das ist vorbei. Das ist aber eine schöne Arschnummer, wenn er jetzt wirklich nur die Seile durchschneidet, weil einfach so mit dem Messer vor ihm zu fummeln und so. Ah, fick dich doch! Er hat ihm doch gerade geholfen. Beleidigst du ihn gleich wieder? Was wird das? Psst! Still! Oh, er kann sprechen. Na, nicht, nee, keinen Dreck werfen. Okay. Er hat uns befreit, ich weiß nicht, ich. Schließ jetzt besser die Augen. Was soll denn das? Stopp! Hilfe! Schmeckt übel, oder? Ist aber gut für dich. Was ist das? Wahrscheinlich so eine Art Tarn. Also eine Art Tarnung irgendwie gegen diese Viecher. Weil er ist so damit beschmiert irgendwie und sein Vater, also Lance Hendricks, war ebenfalls irgendwie. Ach du Scheiße! Oh! Oh, Schwein.
Das heißt, er hat Schweini tötet? Wahrscheinlich. Oh, die Wahrsagerin. Okay. Krass. Und wir haben zwei Karten. Jawohl. Es kommt mir so vor, als wärst du gerade erst hier gewesen. Ja. Also, zeig. Was hast du da? Ach, der Star. Es ist der Stern. Hm? Hm? Sterne hoch am Himmelszelt. Boten des Lichts, der Hoffnung, Bestimmung oder unserer Bedeutungslosigkeit. Und Angst zu verzweifeln. Vertraue auf das Licht des Sterns, denn es bringt dir Klarheit. Und Gewissheit, vielleicht. Der Turm. Stürz deinen Sorgen davon. Kampf oder Flucht? Diese Frage stellen wir uns alle, aber oftmals geraten wir nach einer gelungenen Flucht gleich in die nächste Gefahr. Pass gut auf. Und stürz nicht ab. Merke dir, es steckt stets mehr dahinter, als du denkst. Wenn du magst, zeige ich's dir. Oh, jetzt geht's wieder los. Na, wir wollen natürlich mehr sehen. So, jetzt bekommen wir quasi diese Visions von ihr. Und wir müssen irgendwie draus schlau werden. Irgendwie. Na, dann gucken wir mal. Ja, gut. Aber ich kann dir nur Einblick geben in eine mögliche Zukunft. Welche soll es sein? Such aus. Welche Tarotkarte nehmen wir? Die für Star oder für Tower? Also, ne? Stern oder Turm? Tja, so ad hoc würde ich jetzt mal sagen, der Turm irgendwie. Also ich wäre auch eher für den Turm, nehmen bin ich ehrlich. Turm? Weil da war sie so ein bisschen spooky unterwegs. Der Turm war halt zwiespältig. Ne? Irgendwie Flucht oder Angriff, Fall, ne? Oder tralala. Genau. Also let's take the tower. Okay. Die Glaskugel befragen. Okay, eine Seilrutsche. Und wer war das jetzt? War das Emma? Machen wir weiter. Konnte ich nicht erkennen. Wieder nach Hackett's Quarry. Wieder nach Hackett's Quarry mit dir. Oh, das wird ein Spaß. Die ist so weird, ey. Oh, cringy. Wieder nach Hackett's Quarry, okay.